Hallo, ich bin der Sebastian und möchte euch heute meinen Airstream vorstellen. Also das ist der Airstream 534, das ist ein Europamodell, also seit 2006 werden in den USA spezielle Europamodelle nach den hiesigen Normen gebaut. Das ist der kompakte Van von Airstream als Einachser, hat eine Aufbaulänge von 5,30 Meter und eine Breite von 2,30 Meter und hat ein Leergewicht von 1600 Kilo, nicht Euro. Also wir befinden uns gerade hier im vorderen Teil des Airstreams. Hier ist die sogenannte Lounge in klassischem Dinerrot. Das ist Ledercouch und hier kann man ganz gut zu vier Personen sitzen und zusammen frühstücken, Mittagessen oder sonstigen Spaß haben. Notfalls kann man auch den Tisch abklappen und hat dann noch zwei weitere Liegeplätze im vorderen Bereich. Hier drüber befinden sich die beleuchteten Hängeschränke, die wir dann standardsmäßig für Klamotten oder sonstiges nutzen können. Ja, Airstream war schon irgendwie seit Kindheit so ein Traum. Immer wenn ich ans Campen gedacht habe, dann hat man aus dem amerikanischen Fernsehen irgendwo diesen silbernen Wohnwagen im Kopf gehabt. Und begonnen hat das bei mir, dass ich mir den Geländewagen ausgebaut habe, bin damit mit einem Kumpel aus München durch die Westalpen gefahren, Frankreich, Italien. Und irgendwann gedacht habe, ein bisschen Platz, mehr Platz wäre schon toll. Und habe mir zunächst dann ja, sämtliche Wohnwagen mal angeschaut, gefühlt. Aber man musste dann immer wieder feststellen, dass so der richtige Funke immer wieder beim Airstream landete und dann irgendwann gesagt habt, so den will ich dann doch haben. Hier direkt daneben haben wir den Kühlschrank, den großen Kühlschrank. Praktisch mit kleinem separaten Eisfach oben. Schön ist, dass man den sowohl über Strom als auch vorne über die Gasflaschen betreiben kann und zusätzlich auch über die Batterie, wenn man ganz autark steht. Direkt daneben angeordnet ist der größere Kleiderschrank. Gerade weil wir nicht unterwegs sind, leer oder mit so wichtigen Dingen, die man beim Airstream schon mal braucht, damit alles gängig bleibt, ausgestattet. Auch hier kann man Hemden reinhängen oder eben Klamotten stapeln. Also es ist ganz praktisch, dass man hier auch einen Kleiderschrank hat, den man schön zumachen kann. So, das hier ist die Küchenzeile im Airstream. Ausgestattet mit einem kleinen Backofen und daneben liegend eben den drei Gasherdplatten. Betrieben auch vorne über die Gasflaschen und anschließend kommt hier die große Arbeitsfläche, die sehr robust ist, mit einem abnehmbaren Deckel mit einer großen Spüle drin. Das ist manchmal Murks, muss ich ehrlich sagen. Man muss zugestehen, Airstream, ja, das ist cool, aber so manche Dinge hat man gesagt, ey, da müsste man ein bisschen was dran machen. Da ist die Zeit stehen geblieben, wo sie vielleicht hätte weitergehen können, zum Beispiel bei dem Backofen. Wieso, was ist da genau? Da hat man also jedes Mal, wenn man zum Beispiel morgens Brötchen aufbacken möchte oder sonstiges, ist man jedes Mal wieder dran und schaut, wie funktioniert der jetzt wieder, dann springt er nicht an. Also das ist schon mal ein bisschen ein Problem. Also so, die Airstream wird ja seit den 30er Jahren in den USA, also jetzt schon 90 Jahre hergestellt, sind ja doch Riesenschiffe mit Riesenlängen, Riesenbreiten. Und die sind in Europa überhaupt nicht zugelassen. Deswegen gibt es jetzt seit 2006 eben diese speziellen Europamodelle, die einfach nach den europäischen Standards angepasst wurden. Sowohl mit den Gasanschlüssen als auch mit der Breite und Länge. Und ja, so, dass man jetzt auch vermehrt die Wagen auf den deutschen Straßen sieht. Hier zwischen Küche und Bett ist noch so ein kleines Gewürzregal, was jetzt gerade nicht aufgefüllt ist, versteckt. Das kann man einfach runterklappen, nochmal als kleinen Nottisch beim Kochen benutzen. Und ansonsten, wenn man schlafen geht, einfach hochklappen und wieder alles verstecken. Also hier im Airstream ist eine Zentralheizung verbaut, die auch über Strom, Gas oder eben Batterie läuft. Die funktioniert auch sehr, sehr gut. Also bis minus 20 Grad draußen bekommt man es hier muckelig warm. Wenn dann im Sommer es mal viel zu warm wird, dann hätte man notfalls noch die Klimaanlage. Aber hier kann man andererseits auch so schön durchlüften im Airstream, indem man die vorderen Lichter aufmacht, indem man die Tür auflässt, sodass man sie eigentlich nicht braucht bisher. Ja, vom Job her bin ich selbstständiger Anwalt, bin Fachanwalt für Strafrecht und Verkehrsrecht
Und ja, die ersten 10 Jahre irgendwie nur durchgearbeitet, mehr als 3 Tage Urlaub war irgendwie so Luxus. Und ich habe dann irgendwann gespürt, es muss auch noch irgendwas anderes, einen Ausgleich geben. Und das hat mich dann irgendwie so in Richtung Vanlife gebracht, weil ich es einfach toll fand, die selbst ausgebauten Camper zu sehen. Und ja, wie ich schon gesagt, da fehlte mir so ein bisschen das Talent zum Selbstaufbau. Und deswegen bin ich aber froh, den Airstream zu haben, um einfach einen Ausgleich zu haben, einfach mal auf Tour gehen zu können oder eben im Garten stehen zu haben und uns, ja, es macht einfach Spaß hiermit. Hier hinter der Küche haben wir direkt den einzigen separaten Raum. Badezimmer, sprich Toilette, das ist als Nasszelle ausgestattet, sprich mit einer Notdusche und einem kleinen Waschbecken. Und ja, aber wie gesagt, duschen, das geht wirklich nur aus meiner Sicht nur im Notfall. Also wenn man auf dem Campingplatz ist, dann geht man schon besser unter die andere Dusche. Oder man hat auch nochmal eine kleine Handbrause draußen angebracht im Airstream und macht das besser da. Also hinten im Airstream befindet sich das große, fest eingebaute Bett. Schön ist, dass das über die komplette Breite des Airstreams geht. Hat dann eine Länge von 2,13 Meter, was auch für mich schön ist, bei knapp 2 Metern kann man sich da lang machen. In der Breite ist das Bett 1,45 Meter. Kann man also bequem zu zweit schlafen. Ja, und das Schöne an sich ist das große Panoramafenster aus Echtglas, ja, wo man einfach einen tollen Blick darauf hat, heraus hat, wenn man morgens aufwacht. Auch heute arbeite ich noch gern und viel. Also das mache ich schon sehr gerne, aber man merkt, wenn man das doch schon ein bisschen länger gemacht hat, dass es auch noch irgendwas anderes geben muss. Ne? Und durch auch Familie verschieben sich so ein bisschen natürlich auch die Prioritäten. Und man muss nicht mehr jeden Tag oder jede Woche 7 Tage arbeiten, sondern muss auch schon mal sagen, so Freitagabend muss es dann auch reichen und man kann dann am Wochenende sich den Wagen anhängen und ja, einfach auf Tour gehen und abschalten. Von außen angebracht ist die typische Airstream-Markise, ganz oldschool, ganz einfach, alles mechanisch gehalten, quietscht schon mal, aber funktioniert immer und ja, das ist einfach schön, wenn man im Sommer draußen in Sonne unter der schönen Markise sitzen kann. So, und dann kann man das hier noch ein bisschen runterziehen und dann einrollen. Also hier außen versteckt ist dann noch so eine kleine Außendusche. Ja, auch schön im so ein bisschen Oma-Style 50er Jahre, aber das macht es auch wieder cool. Ist ganz praktisch, wenn man vom Strand oder so zurückkommt, ist voller Sand. Dann kann man sich einfach erstmal draußen ein bisschen abduschen. Träume, mal auf längere Reise zu gehen, habe ich schon. Muss schauen, wie das dann irgendwann mit der Arbeit vereinbar ist. Aber so ein Traum wäre schon mal irgendwo, wenn ich sehe Reportagen über die Seidenstraße oder sonstige Dinge. Ja, da hätte ich schon Lust, einfach das auch mal zu befahren. Vielleicht passt es irgendwann und das würde ich schon gerne machen, ja. Auch mit dem Airstream? Ich glaube, mit dem Airstream wäre das bei unbefestigteren Straßen vielleicht nicht so das Optimale. Dann vielleicht eher mit dem Dachzelt und dann auf Tour gehen, ja. Für mich muss ich sagen, ich habe lange so den Job so ein bisschen als Ausrede gehabt. Ja, ich habe ja keine Zeit für irgendwas, ich muss arbeiten und. Irgendwann habe ich schon mal für mich gesagt, ja, einfach machen. Ne? Also der Tag hat 24 Stunden und selbst wenn ich um 18 Uhr abends nach Hause komme, kann ich noch irgendwas Tolles hier in der Natur machen. Geh einfach raus oder schlaf mal eine Nacht einfach unter freiem Himmel und solchen Dingen. Von daher glaube ich, irgendwie kann man immer alles hinbekommen.